Okay, wollen wir wetten, wie viele sterben? Alle, was ist das? Das Touchpad gedrückt, um das Kompendium aufzurufen. Eine Zusammenstellung diverser Informationen, die für gleich zu diesem Zeitpunkt. Das Kompendium steht während fast allen Zwischensequenzen zur Verfügung. Alle Kompendiumseinträge können auch später noch einmal angesehen werden. Wohnsitz der herzoglichen Familie. Okay. Oder Kristall. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. Massive kristalline Gebilde, von denen es im heutigen Wallisea 5 gibt. Sie sind die Quelle aller Kristalle, auf deren Magie die Menschen in ihrem täglichen Leben vertrauen. Und im ätherreichen Land um die Mutterkristalle bedenkenlos eingesetzt werden kann. Aus diesen Gründen haben sich um jeden der Mutterkristalle große Nationen gebildet, die sich seit jeher um die segensreichen Heiligtümer Das macht Sinn und wir sind beim Feuerkristall. Ist eiserne Königreich. Ah ja, das könnte ein bisschen aussehen wie das Tattoo, oder? Eine Inselnation vor der Westküste Styrums. Waren wir vorher, glaube ich. Die in der Sprache der eisernen Heran genannt wird. Ihre Hauptstadt ist Creek Loiskte. Loiskte. Ich habe keine Ahnung, das war Creek. Der Mutterkristall Drachenhauch befindet sich je nach Perspektive unmittelbar vor oder hinter der Grenze zu Rosaria. Je nach Perspektive und ist seit Ewigkeiten Gegenstand der Bitte der Kämpfe zwischen dem Königreich und dem Großherzogtum. Wir sind das. Was sind wir? Sind wir das Königreich oder das Großherzogtum? Ja, wir sind das Großherzogtum, ich bin mir nicht sicher. Selbstgewählte Abschottung von anderen Nationen hat eine Kultur hervorgebracht, die gleichermaßen rückständig und einzigartig im Vergleich mit dem Rest Valisteas ist. Okay. Also wenn jeder Kristall einer Esper zugeordnet ist, dann ist das vermutlich Bahamut, um den wir uns da bekriegen. Der Elwin, der Regent des Großherzogs. Okay, wir sind das Großherzogtum. So brauchen wir den Kristall. Können wir den nicht einfach lassen? Vater von Clives. Ach, Clives. Das S gehört dazu. Okay. Nein. Vater Clives und Joshuas. Okay, nur Clive. Das Volk liebt Elwin für seine unbeirrte Entschlossenheit, mit der er Rosaria anführt und der Gefahr. Vor Gefahren von außen war. Seinem harten Durchgreifen ist es zu verdanken, dass die zahlreichen Raubzüge aus den nördlichen Gebieten nach langen Jahren der Unsicherheit ein Ende gefunden haben. Großherzogtum Rosaria. Ist kein Mutterkristall und befindet sich seit Ewigkeiten mit dem Eisernen Königreich im Konflikt um die Herrschaft über Drachenhauch in der ziehenden See. Wieso? Wieso? Was bringt uns das so viel? Ach, Drachenkristall, ich weiß. Da ist es. Da ist was. Mit dem beeindruckend. Moment. Hab nicht mehr gelesen. Hast du das Kompendium schon gesehen? Wenn du Start drückst in Cutscenes und dann auf das Touchpad. Das da. Da, ah ja, da ist es. Das hast du gemeint, oder? Ja. Viele hatten es verpasst, andere seit Anfang an genutzt. Kompendium? Warum gut in Fragen zu Charles auftauchen? Ja, ich glaube, ich werde öfters mal ins Kompendium schauen. Ganz wie Neo schon geschrieben hat, auch während Cutscenes das Touchpad gedrückt hat und etwas über die Person und Dinge in die aktuellen Szene. Da gleich Magie, gleich Wohlstand. Ja, aber wir haben hier doch Wohlstand. Man kann doch auch teilen. Ich wollte die Navigation rausprobieren. Aha!
Du noch? This war we mean to wage. It isn't only for control of the Mother Crystal. Above all else, we cannot allow those Ironblood savages to gain a foothold on Storm. I know. I would sooner die than see them darken our shores again. I wish you a safe journey tomorrow. And I may your blade strike true. Also ich sag, Joshua stirbt auf jeden Fall morgen. Und ich vermute auch mein Vater. Meine Mutter wird vermutlich überleben und mir die Schultern an allem geben. Und ich werde gefangen genommen von den Eisernen. Ich bin ein Sklave, aber ich bin so guter Krieger, dass ich mich bewähre und die mich dann für ihre Zwecke einsetzen. Nach 13 Jahren. Wo wir uns dann später in der Geschichte befinden. So, bin ich nah dran. No messages, Mike. Will mir sehen. Ich wünsche, du könntest ein bisschen schneller laufen. Wenigstens kurze Zeit. Nimm dir mal ein Beispiel an Link, der rennt dann ein. Keine Lust auf dieses Desaster. Er hat zu viel Rollenspiel gespielt, um zu glauben, dass einfach. Ja, jetzt mal ernsthaft. Als ob da alles gut geht. Mal ernsthaft. How long will you be away this time? Not long. 4 days. Maybe 5. And you will be taking Joshua. Die kommt gar nicht mit, okay. Ja, natürlich, dann stirbt sie nicht. The blood of the Rosfields runs in his veins. Before going to war, we perform the rite at Phoenix Gate. It's our way. You know that. And only the dominant can enter the apothecary. So yes, I'm taking Joshua. Also ist Joshua der Dominus. The boy is ill. You think I don't know that? But the boy is also the Phoenix. The heir to the throne. Der Jüngere ist der Erbe des Throns, okay? Keep him in swaddling clothes all of his life. Elwin. Don't worry. Clive will watch over him. Ich dachte, ich gehe einen anderen Weg. 15 years. 15. He will make a splendid shield. You see more in him than the Phoenix did. He was rejected, Elwin. Our household has no place for such a failure. He is worthless, a man like any other. Ach, und was kannst du? As am I, my dear. Nonsense. You are the Archduke of Rosaria. Oh, not this again. You know as well as I do that I only sit upon the throne because my father was taken before his time. I am merely warming the seat till Joshua comes of age. You are your father's firstborn son, and you sit upon the throne. Okay, das verstehe ich nicht. Mein Vater ist genau in der gleichen Situation. You have not disgraced our noble blood. Without men like Clive to keep us safe, your precious noble blood would long since have graced the gutter. Aber den mag sie. Ihren Sohn nicht. We have an early start. I'm going to sleep. Habe ich schon gefressen. Echt. Okay, das heißt, man geht zum Phönix, macht ein Ritual und hier kann einen dann auserwählen, oder? Time to prove yourself. Wishing on a star.
I'm a little old for that. I should get some sleep. Right. Wir sind nachher gar nicht so alt, 28. Da sehen wir älter aus. I am Joshua's shield. I'm sworn to protect him. He takes too many risks. I only wish I could save him from himself. Clive, you... I have another mission too. Father has given me my first command. Well, if you're not going to pray to Metia for your safe return, I shall just have to do it for you. Das ist der rote Punkt da. Am Wein so. There's going to be another war, isn't there? Since coming here, I've begun to take peace for granted. I assumed the war between our nations would be the last. But it never really ends, does it? No. The next war will be bigger than before. But you'll be all right, won't you, Clive? You're a shield of Rosaria, after all, and blessed by the Phoenix. Ich bin 15. It's getting cold. We should go in. My lady. Good night, Clive. Jetzt stirbst du morgen und siehst sie nie wieder. Das ist dir klar, oder? Jungs. Sehr rote Punkt. Yeah. We won't be hunting today. Don't worry. I'm sure you'll do brilliantly. I'll try. Good luck. Warte mal, ich trinke was. Oh je. Friends, geh weit. May the blessing of the crystals go with us and shield the Firebird's flame forever! As Grace departs, open the gates. Ja, herzlich willkommen im Stream, Mitsuki. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ein schönes Wochenende. Und natürlich vielen Dank. I shall see her safely to Phoenix Gate. Thank you. We're ready to depart, my lord. May I say what an honor it is to serve alongside you? This is to be no mere investigation. If there are goblins in Stillwind, they won't leave willingly. The Beastmen are a fierce foe. We underestimate them at our peril.
Not today, we won't. Sir Wade, Sir Tyler, let us do our duty. With pleasure, my lord. As you command. Jetzt geht der erste Sinn, Wedge und Beak. And may the blessing of the crystals go with us. Jut, jut. Caps, kein Problem. Oh Gott, das ist eine ziemlich dunkle Welt gerade. Zuki, spielst du denn Final Fantasy? Auf der Weltkarte werden dir alle Orte angezeigt, die per Schnellreise erreicht werden können. Sind noch nicht so viele. Stillwind. Dreimal, da halten Kinderstimmen und Gelächter durch die Stillwind. Jetzt liegt die Siedlung verlassen da und die einzigen Geräusche an diesem trostlosen Ort sind die Schreie der Bestien, die sich auf der Flucht vor der Fäule in den Sümpfen ein. Okay. Sind wir direkt am Wasser? Weit gehen können wir. Irgendwie ein bisschen trostlos, die Garde. Ich warte auf den PC-Release. Gibt's? Ist ja schon angekündigt. Hat da nicht irgendein Produzent gesagt, so, PC-Release? Kauft euch halt die PS5. Ich hab's dann nicht weiterverfolgt. Irgendwann ist es. Oh, yeah. Das dauert noch. Ja, aber verstehe ich. Ich schnorre auch nicht. The reports place them in this area. It's all swamps from here. What's your step, my lord? And everything else. Versunken im Nebel. Accessoires wie der Ring des zeitigen Angriffs oder der Ring des zeitigen Augenmerks lassen sich unter dem Reiter Ausrüstung im Hauptmenü austauschen oder ablegen. Finde die Kombination, die am besten mit deinem Spielstil passt. Ich habe einen Spielstil. Okay, könnt ihr wenigstens am Leben bleiben? Das wäre nett. Not exactly the most well-maintained path. But who do you imagine would maintain it? They've all fled from the blight. Ist die Feuille, das müssten wir auch. It's hard to believe that anyone used to live here. The old village of Stillwind is ahead. Not that there's a lot left of it. Okay. Ich nehme die Richtung. Ein Gollum! Zwei Gollum! Oh je, jetzt wird's blutig, oder? Meine PS5 starbt hier nur einen, keine Lust. Was? Du hast eine PS5? Und benutzt sie nicht? Was? Ja, ein bisschen Gollums. Die Ringe sind schon nice, wenn man solch Action nicht so gewohnt ist. Macht einiges einfacher, aber vor allem lässt es cooler aussehen. Dann ist mir gut, dass ich die angelegt habe. Finde ich die Ringe eine ganz gute Idee für Schwierigkeit gerade. Ja, ich habe die schon. Kein Plan, 2 Jahre. Und spielst nichts drauf? Hallo? Da ist nicht zufällig Lust, die mir zu überlassen. Und dann war das so bis nächstes Jahr für Final Fantasy 16. Was ist denn bei dir kaputt mit Zuki? Was ist denn da los? Hab's niemals mal wieder geholt, weil ich jemanden kenne, der im GameStop gearbeitet habe.
und ich eine haben kann. Ja, ich wollte gerade sagen, es gab doch so Liebeprobleme. Und dann holst du dir eine und kriegst eine und... Ich bin fassungslos, Mitsuki, wirklich. Fassungslos. Drücke Dreieck nach einem Treffer mit Viereck, um eine magische Explosion auszulösen. Okay, also erst Viereck, dann Dreieck. Wie der Willenskraft deiner Gegner beträchtlich Schaden zu. Okay. Okay. Mit den normal angelegten Faust nur Viereck kann man auf ausweichen. Das finde ich okay. Das ist okay für mich. Stufe 5, die haben Stufen. Da kamen Geräusche aus dem Controller. So the reports were true. We should press on. There may be more ahead. So ja, es fehlt halt das klassische RPG-Gameplay. Gucken nochmal, das ist halt Gollum. Und dann dachten die, oh ja, wir können das nicht so lassen, das sieht aus wie Gollum. Ja, dann machen wir noch komische Ohren dran. So sieht das aus. Komme ich hierher? Nee, hier komme ich nicht. Sorry, dass ich immer so wild hin und her laufe. Final Fantasy. Ich mich lieber 2-3 Mal um. Weil ich vermute, die Zeiten von verpassbaren, wichtigen Gegenständen. Berühre die funkelnden Punkte, die besiegt die Gegner am Boden hinterlassen. Und beide wie Gil. Chill? Gil? Ich wusste nie, wie man das richtig ausspricht. Ich habe immer Chill gesagt. Oder Gegenstände 1. So. Ja, also ich habe keine Probleme jetzt wirklich mit den Ringen, aber dafür macht er halt nicht genau das, was ich möchte. Da gibt es eine, dann gehen wir erstmal raus. Ich muss ja mal auf meine Gesundheit achten, glaube ich. Also. Hier hoch. Braucht man das? Schon wieder. Ich glaube, die kommen, wenn dein Magieangriff nach Viereck ausgelöst. Ja, das habe ich versucht. Viereck und... Viereck und dann... Inventar voll. Was? Ich habe jetzt schon zu viel Heiltränke. Kann ich haben? Ja, dann nicht so viele. 4. Ich kann nur 4 Heiltränke haben? Kommen wir jetzt runter? Okay. Oh. Watch out, my lord. Some of their number of spells leak. And what a number! We'll all have our hands full here.
Ich wüsste ja ein Gegner, das ist okay. Ich stehe noch nicht ganz, wenn der, wenn der Flügel kommt. Jetzt hat es funktioniert. Ja, wann kommt denn das? Ja, okay. Hier? Das ist schon ein bisschen unnötig mit dem X und R2. Sind wir mal ehrlich. Macht das Viereck Dreieck automatisch? Okay. Warte. Da nichts mehr. Woher hast du eine PS5? Von jemandem. Also ich, das ist nicht mein. Ich schnurre wieder. Ich wollte selber springen. Die lassen mich nicht mal selber hüpfen. Das hätte ich doch vor hingekriegt. Der Flügel kommt auch automatisch. Okay. Muss ich wieder aufladen. Okay. Rote Kreis rechts. Unten und das. Weaky sods. We're trapped. My lord. It's a trap. I'm working on it. He's the leader. But we'll have to take care of his followers first. A leader with a schönen Hut. As if you have to ask. Rote Kreise und das Schwert. Ah, okay. Aber kämen die denn immer automatisch oder müsste ich alles tun? Also runter oder? Oh Gott. On your feet, Sir Wade. Here it comes. Bei größeren Gegnern solltest du vorsichtig sein. Sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können dich mit ihren verheerenden Fertigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix, um diesen Gegnern nicht recht Schaden zuzufügen, sondern auch ihre Willenskraft zu machen. Vielen Dank. Dein Sub, Fenris! Joel, Fenris! Willkommen im Stream! Schön, dass du da bist! Einen Moment, ich muss hier kurz fertig lesen. Und auch ihre Willenskraft zunichte zu machen. Wenn der Kampfgeist eines Gegners erst einmal gebrochen ist, kann er sich für kurze Zeit nicht mehr wehren. Hallo, Fenris und Fenris. PS4 ausgeliehen, haha, ja. Geht ja. Deshalb, also, wenn du deine nicht brauchst, anderes spielst du denn schon Final Fantasy 16? Oder ist das nichts für dich? Und wie geht's dir? Wie war dein Job? Perfektes Timing, Majestät. Aus dem Gleichgewicht. Wenn die gelbe Willenskraftleiste eines Gegners unter 50% sinkt, gerät er für kurze Zeit ins Schwanken. Was dir eine gute Gelegenheit bietet, ihn mit mehreren schweren Attacken zu machen. Ja, wenn ich aussuchen dürfte, schwere Attacken zu machen, das wäre gut.
Ich bin viel Lebenspunkte. Alter. Maus. Gebrochen. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde, kannst du ihm zusätzlich Schaden zufügen. Der Schadensmultiplikator steigt kontinuierlich mit jedem Angriff bis auf ein Maximum von 150%. Die Summe des Schadens, der während dieser Zeit angehäuft wurde, wird am Ende als Gesamtschaden. Das ist nicht so gut. Gigas-Bezug, okay. Also für Gigas war der jetzt so klein. Ehrlich gesagt. Stufe erhöht. Für 6. Okay. Mehr Lebenspunkte, mehr Angriff, mehr Verteidigung, alles mehr. Schön. Es gibt Stufen. Nach wichtigen Kämpfen wird ein separater Ergebnisbildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwertung und die Beute angezeigt werden. Okay. Je nach Kampfwertung erhältst du unterschiedliche Mengen an Gil, Gegenständen, Ausrüstung, Fähigkeitspunkten und Erfahrung. Und ich hoffe, es kommt eine Fanfare. Kommt nicht. Gil. Oh ja. Erstmal. Gegenstände. Ausrüstung und Fertigkeiten. Durch Ausrüstungsgegenstände kannst du Glyphs Attribute deutlich verbessern. Dafür muss sie aber unter dem Reiter Ausrüstung im Hauptmenü ausgerüstet werden. Auch mit Fertigkeiten kann das Blatt im Kampf gewendet werden, wenn sie vorher unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü erlernt oder gemeistert werden. Um neue Fertigkeiten zu lernen und erlernen, zu meistern werden Fertigkeiten, die du dir durch erfolgreiche Kämpfe und erfüllte Aufträge. Okay. Muss ich erst noch gucken jetzt, oder was? Fertigkeitspunkte kommen in den Hauptmenü. Ja. Ich kann sich voll zurücksetzen. Okay. Die Agnes eine Fertigkeit dazu ist, Schaden anzurichten. Kampf, okay. Ach je. Ich muss jetzt alles durchgucken. Wie viel habe ich denn? 152. Die kann ich schon, oder wie? Als Ernährung habe ich zu wenig. Kann ich das auch schon? Ja, das kann ich auch schon. Okay. Die Ladung. Krampler. Okay. Elf. Oder ist das nicht schlecht? Ich brauche nicht die Aufmerksamkeit. Können wir alles hier, oder? Alle. Okay, die sind noch hier.
Ich glaube, unsere Punkte müssten reichen. Das kann ich sie einfach zurücksetzen, oder wie? Nicht ganz. Den brauchen wir auch nicht. Den will das. Wer will das? Wo ist ihr? Ich versuch's. Ja, vielleicht ist es besser ohne den Angriffsring. Mal gucken. Am besten alle Ringe entfernen. Okay, Fenris. Fenris kennt sich aus. Die es anhört. Fenris hat alle Ringe entfernt. Ich weiß noch nicht. Genau, rot kannst du es schon mitnehmen. Goldenen Ring herum hast du sie gemeistert. Hast du ausgewertet. Achso, ah, jetzt habe ich nichts aufgewertet. Ah, okay. Dann müsste ich noch Punkte ausgeben, um das zu meistern. Okay. Und noch einen Moment. Ich habe auch noch einen Gegenstand bekommen. Eine Ausrüstung. Ich weiß nicht genau, was es war. Das da. Athletenarmreife. Kein vielversprechenden Eindruck machen. Also das zum Beispiel. Das finde ich auch. Also die Erklärungen, die sind ja alle nett. Aber das müsste ja auch nicht sein. Armschutz, 10 Verteidigung, fertig. Infos braucht man doch nicht. Er hätte eh nicht mehr lange überlebt mit dem viszeralen Bauchfett. So. Okay, wo geht's jetzt hin? Also, okay. Okay. Geht mir drin. Henris, wenn ich frage, wie weit du schon bist, weil ich weiß überhaupt nichts über das Spiel und will mich auch nicht spoilern, aber gefällt. Oh, hey. Was kommt jetzt? Was in der? Er hat eine Zunge? Ein Morbol? Es ist ein. Ich hasse den Morbol. Wie soll ich mich von dem Maul fernhalten? Der besteht nur aus Maul. Witzbolle. Das muss ja vorher gut gegen den sein. Müsste man so ein Morbol mit dem Nachricht und Wasser oder so. Dass du auch Morbols einfach draufhauen kannst. Und wir können nicht so viel machen. Nein. Your guess is as good as mine. Ja, das glaube ich doch selber nicht.
Oh Gott, oh Gott. Ja! Weg! Okay, ich kann nichts machen. Filmischer Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes blau leuchtet, drücke Viereck, bevor die Zeit abläuft, um einen verheerenden Angriff zu machen. Filmischer Angriff. Also die ersten aus Gegner sind die schon ganz schön. Filmische Auswahl. Oh Gott, Leute. Wenn ihr Bildschirm in Schlüsselmomenten des Kampfes rot leuchtet, drücke R1. Aber einem. Now for the final push, my lord. Im Todesstoß. Das schaffe ich nicht. Da noch mal. Was ist das für ein Kopf? Da war ich kurz ausweichen, dann ist direkt drin jetzt. Kann da hinten nicht liegen. Ja, da kommt eine Fanfare, nur keine sehr schöne. Ist das nicht total egal, wie viele Stufen ich hier erhöhe? Nachher hier wachsen. So, pass auf. Beim Heilungsring hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich in einem Kampf aus Dummheit viel Leben verloren habe, den Kampf aber trotzdem gewonnen hätte und somit Tränke verschwindet habe. Ja, ich fand die Ringe an sich ziemlich störend, habe auch teilweise alles so enorm vereinfacht. Der einzige Ring, den ich aufsetzen würde, wäre einen späteren Begleiter. Die späteren habe ich auch, aber das Ausweichen sieht jetzt auch ganz okay aus. Ich finde es manchmal noch schwer, etwas zu erkennen mit den ganzen Effekten und den Kameras, die frei sind, ja. Weil, also meistens klappt das Ausweichen auch so. Meist. Denke und Angriffe sind, glaube ich, nicht so hilfreich. Ich lasse jetzt mal noch ein bisschen drin. Und wenn wir dann hier ein Spiel drin sind, dann. Oh. My Lord. Thanks. I never thought I'd see it.
Das Ding ist nicht offen, not oder? Just goblins in Rosaria, but more balls too. I'll petition his grace to send a detachment. Du denkst, if we don't stop them here, they'll be at our gates before long. Ich glaube, das wird ganz furchtbar enden. We should get moving. We don't want to be caught out here after dark. If we set off now, we can still reach Phoenix Gate before nightfall. Damned blight. In Gruppen ist das Ausweichen mit dem Ring definitiv hilfreich. Aber im Boss oder 1 kämpfen eher nervig, weil die Kombo sprechen können. Meint ihr das in Gruppen? Okay, Phönix-Tor. Stoße ich jetzt zu den anderen in dem Fall? Lange gewährt diese alternde Zitadelle den Bürgern Schutz vor Plünderern aus dem nördlichen. Ursprünglich wurde sie als ein heiliger Ort errichtet, wo der Herrscher Ros Arias am wichtige Schlacht seine Ahnen kommt. Auf jeden Fall, da passt es meistens gut, die Angriffe zu sehen. Das Anvisieren kannst du da noch relativ gut mit den mit der Kamera arbeiten. Im Kampf gegen 10 Goblins. Ach so, meinst du. Suddenly, thousands of red eyes. No, wait till you hear this. Wait till you hear this. His lordship draws his sword. The goblin chief runs off screaming. Straight down on Morva's gut. Vergiss die Zunge, die aus der Tiefe kam. Scheiße. Drink and be merry, boys. Must be gratifying to see your student making such a name for himself. The young lord has a bright future ahead of him. Aye, and one of these nights he may even deign to join us. Ich bin 15. Also ich gönn sie ihn ja, aber es ist so ratsam, so viel zu trinken. No, Father. Just a little tired. Well, guten Tag, morgen. It's been a long day. They all like Clive, don't they? Aye. Your brother will be a fine shield. We're all very proud of him. Father? Why is it that the dominance is always born into our family? It doesn't seem fair. We cannot live without the blessing of the crystals. Exactly. The crystals work their magic through us. You have been blessed, Joshua. Blessed to be a dominant, to wield the power of an icon. Our family has been chosen to share that power with the people. So that is what we must do. Follow me, oil the rolling green meadows. Wie ist mir das wie? Bisschen zu westlich. Zu westlich. Through heaven.
as in Dominus. This is it an Aspen? Medium. Das richtig verstanden haben. Poor Jill. She'll be wondering where you've got to. So much for you being a fine hound. No. Oh. So this is where you've been hiding. What are you doing out here? I didn't see you at the feast. Feasts are the only time shields are allowed to take their ease, and I've never really been one for cakes and ale. It's the vegetables I don't like. Bitte lass nicht meinen Hund sterben. I hear you slew a Morbul. All the men were singing your praises. They never used to. When I joined the ranks, everyone thought I was a spoiled little lordling. If I didn't know how to handle a sword, I'd be a laughingstock. The Archduke's firstborn failure. You're the one they really believe in. I'm jealous. That's not true. They don't believe in me. They believe in the power of the Dominant. My brother the Phoenix, ruler over life and death. It isn't fair. It should have been you. I don't have what it takes to lead our people. I don't have the strength. But you do. Every man has his duty. Ours was decided long ago, when our ancestors chose to instate the Dominant as the Archduke of Rosaria. All to ensure that whenever our nation stood on a precipice, the Phoenix would rise from the flames to drag us back from the brink. The fate of Rosaria sits on the Dominant's shoulders. It is your duty to bear that burden. What about you? I was born to be your shield. That is why I was given the Phoenix's blessing. To keep our future rulers safe. Aber wie habe ich dann den Segen des Phönix? However hard it gets, I'll never let you down. Thank you, Clive. I know you'll always take care of me. Before I can do that, you need to take care of yourself. All right? I should go inside. It's past my bedtime. Good night, Torgel. Darf ich nicht mit ins Bett? Euer finde ich jetzt tatsächlich nicht so hübsch. Supplies from the capital. Das ist Nachschub. Ja, ein Pferd oder was? You took your time sampling the wares, were you? Oh, die guckt da gar nicht richtig rein. Okay. It's a good job the north is full of enterprising traders keen to keep us in wine. Spare a barrel for the boys and people, eh? What in the? Leute!
Kann das nicht. Oh Gott. Welche feine Fantasy. Nicht. Keine Ahnung. Dragonborn. So. Yeah. Gateway secured, Captain. We proceed as planned. Sag doch, es geht alles schief. Geht das doch schlimmer von der Gewalt her? Ja, jetzt schon zu viel. Ja, sehr bequemste Pyjama. Ist das? Forgive me, my prince. It's me, Wade. You probably don't remember me. I remember. What is it? We're under attack. I don't know who they are, but they've set light to half the castle. I must get you to safety, your highness. Very well. I'm ready. Weniger reden, schneller gehen. Follow me, your highness. Oh, jetzt bin ich Joshua. Ah, oh, ja, der geboren aus Feuer und Asche. Okay, ich kann nichts machen. Mal kurz Pause. Ich muss es erstmal verdauen. Wäre auch gekommen. Wie sympathisch findest du eigentlich seine Mutter? Ja, überhaupt nicht. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe schon gefressen. Kann mich schon mal kreuzweise, die Mutter. Ich wünschte, die wäre mitgekommen und würde jetzt entführt werden. Persönlich muss ich sagen, Mutter des Jahrhunderts. Mutter des Jahrzehnts. Gewöhn dich dran. Ernsthaft? Okay, wie viel hat man denn da gesehen? Ich habe jetzt schnell weggeguckt. Sieht man da viel? Kann das wirklich nicht. Aber immerhin bist du dabei, wenn alles schief geht. Super, super. Ich frage mich, wem das alles in die Schuhe geschoben wird. Einmal wird es noch schlimm, danach geht es eigentlich. Okay. Zumindest von dem, was ich bisher spiele. Okay. Sie zeigen nicht vor, okay. Gerade wurden ja schnell geschnitten. Okay, das habe ich nicht gesehen. Oder der Facebook hat ja auch nicht absolut genau gezeigt, was passiert. Aber wie willst du das genauer zeigen? Wie? Hä? Ach, ja, unter dem Felsen. Kann ich hier denn? Okay, ich bin auch Level 7. Okay, ich kann Magie einsetzen, aber ich leide darunter. Und er macht den gleichen Angriff. Meine Itaga kann ich. Okay, das